Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr das Motorola Moto G13 auf die Werkeinstellung zurücksetzen könnt. Vielleicht wollt ihr einmal ganz früh starten, vielleicht wollt ihr das Ganze ja auch verkaufen, weil ihr euch ein neues Gerät angeschafft habt oder so ähnlich. Als erstes wollen wir jetzt einmal unsere SIM-Karte entfernen. Da nehme ich meine Büronadel. Ihr könnt natürlich aber auch diese SIM-Kartennadel nehmen, die da mitgeliefert wird. Dann nehmen wir das hier einmal raus. Entfernen unsere SIM-Karte und packen das dann hier einmal zurück in das Telefon. Jetzt können wir einmal zu den Einstellungen gehen und zu Passwörter und Konten. Hier klicken wir einmal auf unseren Google-Account und sagen Konto entfernen, Konto entfernen. Ja, und wollen dann einmal uns verifizieren, dass das auch alles hier mit richtigen Dingen abläuft. Und dann können wir einmal auf System gehen, Rücksetzoption. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurückzusetzen, App-Einstellungen zurücksetzen oder alle Daten löschen. Hierdurch werden alle Daten aus dem internen Speicher deines Smartphones gelöscht, wie zum Beispiel die folgenden Google-Konto, System- und App-Daten, heruntergeladene Apps, Musik, Fotos und sonstige Nutzerdaten. Dann sagen wir hier jetzt alle Daten löschen, einmal noch unseren PIN eingeben. Und dann das Ganze bestätigen und dann wird das auf den Werkeinstand zurückgesetzt. So, wir sind jetzt hier einmal wieder am Start. Wir können dann hier einmal das Telefon neu konfigurieren oder wir verkaufen es einfach. Das ist also, wie ihr euer Motorola Moto G13 wieder auf die Werkeinstellung zurücksetzt. Ich hoffe, es hat euch geholfen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!